Der 27. Spieltag in der DEL 2 war für die Lausitzer Füchse ein sehr versöhnlicher Ausklang zum dritten Advent. Belohnten sich doch die Füchse und ihre Fans mit einem Sieg gegen die Wölfe Freiburg. Spielerisch ging es in den ersten 2-3 Minuten auf beiden Seiten erstmal mit einem einfachen Abtasten los, wobei die Lausitzer Füchse hier mehr Aktionen markieren konnten. Dann passierte bis zur 9. Minute nicht allzu viel. Mario Schmidt wurde dort noch einmal böse weggecheckt. Der Schiedsrichter ließ allerdings seinen Arm unten. Es gab keine Strafe, sodass das Spiel weiterlief. Zum Glück gab es auch keine weiteren Verletzungsfolgen für Schmidt. Und eine Minute später, in der 10. Minute, war es dann Chris Owens, der hier das 1:0 für die Hausherren an diesem dritten Advent markierte. In der 17. Minute allerdings dann der Ausgleich durch Whitworth auf Seiten der Freiburger Wölfe. Und die Lausitzer Füchse waren gewarnt. Das sollte hier kein leichtes Spiel werden. Und das Ganze lief auf einen Arbeitsalltag oder auf einen Arbeitstag der Lausitzer Füchse hinaus. Im ersten Abschnitt gab es dann noch einmal Riesenjubel. Und zwar eine Minute vor der Schlusssirene. Jordan George markierte das 2:1 für die Hausherren. Im Mittelabschnitt gab es dann in der 34. Spielminute erst 2 Minuten Strafe gegen Schiemens auf Seiten der Lausitzer Füchse wegen hohen Stocks und nur eine Minute später eine weitere 2 Minuten Strafe wegen Spielverzögerung gegen Michael Montes, so dass die Füchse hier 1,5 Minuten eine 3:5 Unterzahl überstehen mussten. Und das machten sie sehr, sehr gut. Und auch ein Riesenkompliment ging in diesen 1,5 Minuten hier an den Torhüter der Lausitzer Füchse, an Olli Schmidt, der hier mit mehreren Paraden die Füchse selbst im Spiel hielt. Tore fielen in diesem Mittelabschnitt nicht mehr. Allerdings gab es noch die eine oder andere Strafe. Dann auch nochmal gegen Mankari auf Seiten der Wölfe Freiburg. Aber in Überzahl konnten die Füchse hier keinen weiteren Treffer erzielen. In der 43. Spielminute lief es dann erstmal wieder weiter mit Bestrafungen. Erst gegen Linsenmeier von den Wölfen Freiburg in der 52. Minute. Dann nochmal gegen Mikoyska. Und man merkte es, dass die Wölfe hier die Gangart erhöhen wollten, da sie ja mit 1:2 zurücklagen. Und in dieser Überzahl, in dieser zweiten Überzahl, in diesem letzten Abschnitt war es dann Chris Owens, der hier das 3:1 erzielen konnte. In der 56. Minute und in der 58. Spielminute gab es dann jeweils nochmal 2 Strafminuten gegen die Lausitzer Füchse. Zuerst musste Correda auf die Strafbank und dann war es nochmal Charlie Janke, der hier auch einen hervorragenden Abend spielerisch ablieferte. Und in der 60. Spielminute nahmen dann die Wölfe Freiburg ihre Auszeit. Danach blieb der Torhüter auf der Bank. Die Füchse hielten durch und erzielten dann durch Jeff Hayes den endgültigen Siegtreffer zum 4:1. Und bester Spieler auf Seiten der Füchse, der Doppeltorschütze, unsere 81, Chris! Im Anschluss an dieses Spiel gab es dann diesen Teddybär-Toss. Der Stadionsprecher zählte mit dem Publikum selbst von 10 auf 0 runter. Und dann ist es jedes Jahr immer wieder ein sehr, sehr schönes Bild, wenn hier sämtliche Kuscheltiere auf das Eis geworfen werden. Die Nachwuchsspieler der Lausitzer Füchse schieben diese dann mit gesponserten Schneeschiebern zusammen. Zum Schluss werden sie alle gereinigt und einem guten Zweck zugeführt.